Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bekommen wir Besuch und da habe ich schon was bisschen gebacken. Ein Apfel, Quark, Torte, Kuchen, wie kann man das nennen, so sieht es aus. Und er ist richtig schön saftig, cremig, wirklich lecker. Dünne Mürbeteig als Boden. Richtig cremige Füllung mit Quark und obendrauf die Äpfel geben die diese Saftigkeit und Geschmack. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Aber ich werde jetzt meinen Kuchen servieren für meine Gäste am Kaffeetisch. Zuerst bereiten wir Mürbeteig. Dafür sieben wir das Mehl, machen wir in die Mitte eine so Mulde, in die Mitte geben wir ein Ei, drumherum geben wir Zucker, Prise Salz und verteilen kalte Butter. Ich habe ihn schon in so eine relativ kleinere Stücke geschnitten, geben wir einfach drumherum und rasch herstellen wir einen Teig. Einfach zusammen alles kneten. So machen wir auf den Tisch, weil auf dem Tisch ist viel bequemer. Und kneten wir es alles zusammen. So. Den Teig haben wir jetzt zusammen. So sieht er aus. Und jetzt geben wir ihn ein Plastikbeutel und stellen wir in den Kühlschrank mindestens 30 Minuten, am besten für eine Stunde. Bis unser Teig steht im Kühlschrank, werden wir schon Füllung vorbereiten. Dafür habe ich jetzt drei Eier, getrennt Eiweiß und Eigelb, und werden wir Eiweiß steif schlagen mit einer Prise Salz. So, ist fertig, ist richtig schön steif. Werden wir erstmal waschen unseren Schneebesen und danach schlagen wir noch die Sahne steif. Dafür nehme ich einen Becher, weil wir brauchen nur 200 Gramm von der Sahne und dann ist das bequemer aufschlagen mit so einer kleinen Mähne. So, die Sahne ist auch steif. Jetzt nehmen wir uns größere Schüssel, in welche werden komplette Füllung zubereiten. Geben wir da den Peking Quark, 500 Gramm. Ich nehme die Magerquark, kann man auch natürlich mit 20% nehmen. Zu dem Quark geben wir 3 Eigelbe, ein Päckchen Vanille-Dessertsoße, welche zum Kochen, dann ein Päckchen Vanillin-Pudding, abgeriebene Zitronenschale, gibt immer einen sehr guten Geschmack von der Zitrone. Dann noch Zucker. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung. Und werde diese Masse jetzt auf die niedrige Stufe erstmal kurz verrühren. Es ist wichtig, dass die Puddingpulver und die Soßepulver richtig gut wird untergerührt. Und jetzt fügen wir einfach die restlichen Zutaten. Das ist die Sahne. Und im Backofen könnt ihr schon auch anmachen zum Vorheizen auf 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Auch Eischnee. Und wenn ihr sie mögen, dann Rosinen oder Sultaninen. So eine Handvoll, das ist ungefähr so 50 Gramm. Und werden wir das alles vorsichtig unterheben. So, fertig. Und jetzt bereiten wir noch die Äpfel. Die Äpfel waschen, vierteln,
Wenn die Haut sehr hart, könnt ihr auch schälen. Probiert einfach. Sonst dann einfach in so eine dünnere Spalten schneiden. Gebe auf den Teller und bereiten wir erstmal alle Äpfel vor. So, nach einer Stunde können wir unseren Teig rausholen. Nehmen wir uns vor, meine Form ist 26 cm. Ich habe die auch ein bisschen mit meinem Backtrennmittel angerieben. Jetzt von unserem Teig nehmen wir so ein Drittel an die Seite. Das ist für den Rand. Und dann Rest kommt auf den Boden. Und da mache ich so, dass ich habe jetzt an sozusagen angedeutete Kreis und werde da meinen Teig ausrollen. Und dann kann ich nur mit den Fingern ein bisschen korrigieren. Es ist ein bisschen rutschig drunter, aber es ist nicht schlimm. Es geht. Jetzt ein bisschen gebastelt. Dann die Form drauf. Und dann oder mit den Fingern so machen, geht einwandfrei auch. Oder mit so einem Gerät. Geht auch sehr schnell. So, alles glatt gemacht. Und jetzt brauchen wir nur Rand drauf zu basteln, dafür rollig zu sein. Rolle auf zwei, drei Teile aufteilen, dass es einfacher ist. So, ungefähr die Hälfte und einfach an den Rand so hochdrücken. Dann der zweite Teil. Perfekt. Die Boden mit dem Gabel ein bisschen einstechen. Jetzt geben wir unsere Quarkmasse rein, glatt streichen und mit den Äpfel belegen. Einfach so in die Masse ziegelartig reindrücken. Es kann man oder so im Kreis lassen und in die Mitte so lassen oder macht man in die Mitte auch ein paar Äpfel. Ich glaube, zwei Äpfel für dieses Rezept wäre auch gereicht. So, ich habe jetzt die restlichen Äpfel noch ein bisschen reingedrückt und auch in die Mitte reingedrückt. Und jetzt geht unser Kuchen bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr für eine Stunde backen. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. Manchmal muss man sogar etwas länger im Backofen lassen. So, unser Kuchen ist fertig, habe ich in einer Stunde und 10 Minuten im Backofen gehabt. Ungefähr nach 40 Minuten habe ich ihn mit dem Papier bedeckt und weitergebacken. Jetzt lassen wir ihn richtig abkühlen und dann schneiden wir ein Stückchen ab. So, unser Kuchen ist abgekühlt. Vielleicht hier in der Mitte fühlt sie sich noch ein bisschen lauwarm, aber sonst kann man auch schon servieren. Wenn besonders hat man kein Geduld und möchte gerne zum Kaffee was haben. So, mal schauen, wie ich es schneide. Ganz bisschen ist der auch doch gerissen. Ja, mal schauen, ob ich kann durch die ganze Äpfel durchschneiden. Da braucht man natürlich scharfe Messer. Wenn ihr natürlich die Äpfel geschält habt, dann wird es wunderbar schneiden. Ich habe die Äpfel nicht geschält, deswegen muss man ein bisschen vorsichtiger schneiden. Aber das ist auch nicht so viel. Und so sieht unser Kuchen aus. So, sehr schön. Schaut, von einer Seite ein bisschen mehr Rosinen, von der anderen nicht. Können natürlich noch Puderzucker drauf machen, dann sieht er noch schön aus. So, liebe Freunde, und jetzt probieren wir, wie schmeckt er. So cremig. Es ist ganz leicht lauwarm, aber so liebe ich Quarktorten. Echt wirklich sehr leckere.
Pfannkuchen geworden mit Mürbeteig, aber nicht hart unten. Äpfel sind noch so ein bisschen wie nicht so richtig verkorkt, sondern sogar ihre kleinen Biss haben. Mmh. Sehr, sehr, sehr lecker, liebe Freunde. Kann nur empfehlen, das ausprobieren und nachzubacken. Richtig schöne, leckere Kuchen geworden. So, liebe Freunde, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbacken und danach eine schöne Kaffeezeit. Genießt diese Kuchen mit Tasse Kaffee. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonnieren Sie mich. Aber vergesst nicht, die Glocke aktivieren, weil danach bekommt ihr immer Benachrichtigung, wenn ich neues Video rausbekommen habe. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!